Nach ersten Angaben 3 Personen mussten am Donnerstagmittag in Krankenhäuser eingeliefert werden, nachdem sie nach Einatmen von Batteriesäure über Atembeschwerden klagten. Der Feuerwehrleitstelle Siegen wurde über Notruf auf dem Gelände einer Entsorgungsfirma in der Makostraße in Niederschellen eine leichte Rauchentwicklung und 3 verletzte Personen gemeldet. Ja, er hat sich dann doch ein bisschen anders dargestellt, als erst so gemeldet wurde. Er hat hier jemand vermutlich seinen privaten Hausmüll entsorgt, ist definitiv ein Liter Batteriesäure ausgelaufen und Trichloretan, das ist ein Lösungsmittel, auch in einer geringen Menge. Mehr war hier so vor Ort nicht feststellbar. Aufgrund der neuen Lage wurden Rettungswagen, Notärzte und weitere Kräfte nachalarmiert und ein Bereitstellungsraum für Rettungswagen eingerichtet. Sind Kollegen vorgegangen mit Wärmebildkamera und BH-Papier, um zu lokalisieren, was letztendlich für ein Stoff da vorlag und dann die weiteren Maßnahmen abzustimmen. Die 3 Verletzten wurden mittels Rettungswagen in Siegener Krankenhäuser eingeliefert. Die hatten Reizung der Atemwege. Ich nehme an, die haben den Geruch wahrgenommen und vielleicht da auf der Lunge, aber ich gehe davon aus, dass es eigentlich nicht so schwer ist. So war der Einsatz nach gut einer Stunde beendet. Die Polizei wird nun Ermittlungen nach dem Unbekannten einleiten, der seinen Müll dort illegal abgeladen hat.